So, wir sind wieder da. Cecil, du darfst gerne gleich das weitererzählen, was Ja, wir ist das gesprochen ja haben. schön. Weil auch das darfst du erzählen, was ihr hier natürlich auf der Messe macht. Aber jetzt erstmal hallo, herzlich willkommen zurück beim Peppermint Anime Stream von der Manga Comic Con. Und ja, wir haben jetzt einen unserer großen Partner auch für die neue Plattform Akiba Pass bei uns am Start, Ja. Kase nämlich. Darüber Hallo? reden wir heute auch noch gar nicht so viel, da reden wir eher morgen noch ein bisschen drüber über das Thema. Genau, wir sind Die gespannt. Cecile ist nämlich jetzt da und wird uns ein bisschen was erzählen vom Kase Manga und Anime Lineup, was es hier auf der Messe so gibt. Und bevor du aber loslegst, ganz klassisch, wie wir es bei jedem bisher gemacht haben, Cecile, wer bist du, was machst du und wieso bist du überhaupt hier? Ich muss mit dir reden oder ich muss da reden? Das ist egal, das Ich ist ja auch mach's so, ein du bisschen. darfst Ja? zu den Fans draußen reden, Das du darfst ist auch schön. mit mir reden. Genau, aber du weißt schon, wer ich bin, insofern werde ich mich jetzt Ja, das hinfahren, darfst wenn du er, natürlich dann also, daher hallo, reden. guten Tag, also ich bin die Cecile von Kase. Ich träume, weißt du, ich werde mir so einen Cecile von und zu Kase-Schild, weil ich finde, das klingt so toll. Wir haben Basti von und zu Peppermint und bin Cecile von und zu Kase. Ich bin hoch erfreut. Und genau, ich bin Marketing-Managerin bei Kase seit einer halben Ewigkeit und ja, kümmere mich für, also mache Marketing-Konzept für unsere Manga- oder Anime-Serien. Beides. Wir teilen uns das mit den Kollegen. Genau. Und für die Messen, dann überlegen wir uns ein bisschen, was wir dann machen könnten, ein Event, also an Gäste und an Aktionen, und das wollte ich jetzt präsentieren. Das ist schön. Dann, liebe Cecile, von und zu, Kase. Genau. So. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht im Manga-Bereich? Fangen wir doch mal damit an. Im Manga-Bereich. Also erstmal ist unsere neue Manga raus. Na? Also wir haben 8 neue Serien für diese Saison, aber die fällt ein bisschen dünn, weil da waren so viel, dass wir uns gedacht haben, wenn wir zu alle 8 einen kompletten Kapitel rotmachen, ist das Ding einfach zu so dick. So eine kleine Bibel dann, das oder? Heißt, anstatt ein Kapitel sind es immerhin 10 Seiten von jeder Serie. Also wir haben Akame ga Kill. Ich würde sagen, die wichtigste Serie ist ja, auch ja. gleich mal hier ja, oben, ja, die erste, ja, 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 also ja, Akame ga genau, Kill. genau. Freuen sich viel drauf. Dimension W, da kommen wir gleich. Das ist auch eine sehr schöne Serie im Szenenbereich, so Science Fiction. Und dann für die jüngeren Mädchen unter euch, dann Primo Prima ist zuckersüß, Glitzer ohne Ende und Prinzessin. Und für die Älteren, Midnight Spell, also ich meine, da kennen sie sich aus und da gehen sie weiter. Also ich verstehe. Da geht's also zur Sache. Das ist Dating Advanced Twilight Style, würde genau. ich sagen, oder? Schaut ein bisschen aus genau, wie Bella und Edward. Aber ja, so, genau, ja. Ja, Bella und Edward war, also das ist von derselben Autorin wie von Midnight Secretary und Midnight Wolf. Aha, also in aha. Midnight Secretary war das dann Bella und Edward, wobei bei Bella und Edward kommen sie nicht zur Sache. In Midnight Secretary kommen sie schon im ersten Band zur Sache. Okay, okay, okay. In Midnight Wolf war das mit einem Werwolf und jetzt ist es eine Hexe. Also schöne Hexe, die von einer schwarzen Hexe, wie sagt man das, besessen wird und ah, okay. geschützt werden muss, weil die schwarze Magie, die aus ihr ausstrahlt, zieht allen Menschen und Sachen an und sie wird von diesem schönen Mann beschützt und weißt du, damit sie, also es sieht aber eher so aus, als würde sie ihn verführen. Naja, damit also sie, weißt du, die einzige Art, die er hat, sie zu beschützen und sie zu beruhigen, ist sie zu küssen und mehr. Ja? Oh, das ist eine super Story, das muss ich lesen. Das genau. bin ich. Ja. Das ist ein neuer Anmachspruch. Hey, du siehst aus, als ob du beschützt werden müsstest. Darf ich dich küssen und umarmen? Oder Schar, ja, das wäre super. Das ist ja cool. Schar sagt nein. Dafür okay. habe ich den, ich durfte den Seller, den Trailer-Briefing dafür machen und ja, da haben wir gekauft. Du brauchst mich. Ich werde dich beschützen. Super. Genau. Also, den habe ich noch nicht da, weil er kommt erst im Mai raus. Aber der kommt auch im Mai. Okay, ja. Also das Beste haben wir fürs Ende behalten, aber Primo ist raus und das ist raus. Dimension W, guck mal. Ich halte mal kurz rein, ja. Gibt es ja auch gerade im Simulcast bei euch. Ja. Das Cover leuchtet in der Im Dunkelheit. Dunkel? Das sind Neonfarben. Es leuchtet wirklich. Es leuchtet es wirklich. Es leuchtet wirklich. Und es ist eher so im Zen-Bereich. Wer König der Dornen kennt, wird die Mangaka oder der Mangaka, das ist ein Mann, glaube ich, kennen. Das sind sehr, sehr schöne Zeichnungen. Wäre ein bisschen, also mich persönlich erinnert es ein bisschen an Möbius. Ich weiß nicht, ob die Leute ein bisschen im franco-belgischen
Comic-Bereich sich auskennen. Möbius ist so ein... Relativ ein, bekannter ein, eigentlich. Ja, ein sehr wenn ihr es nicht kennt, googelt das mal. Sollte man sollte die Serie der Akal ist auch in Deutschland erhältlich übrigens. Und das sind, also die Zeichnungen erinnern mich sehr, sehr daran. Und das ist so eine, wie soll ich sagen, Steampunk-ähnliche Serie. Da befinden wir uns in einer ferneren Zukunft, wo die Energieprobleme gelöst worden sind durch diese Coil, die eine Energie aus einer vierten Dimension zapfen. Aber die sind streng reguliert und es gibt natürlich, was streng reguliert ist, bringt immer illegale und Schwarzmarkt-Sachen dazu. Das heißt, es gibt auch einen Schwarzmarkt für Coils und der Held unserer Geschichte, das ist der Kioma, der hat sich dazu spezialisiert, eben illegalen Coils aus dem Markt rauszunehmen. Okay. Und was interessant ist, ist, dass er steht total auf Vintage, also fährt ein altes Benzinauto und will eigentlich von Coils gar nicht wissen und er kommt in Berührung oder er lernt dieses Mädchen kennen, die heißt Mira, glaube ich, und die ist ein Roboter und natürlich sagt er, oh, du Roboter, ich von dir nichts wissen will. Und am Ende im Laufe der Serie, dann lernen sie sich kennen und das ist eben das, was dieses Duo reizend macht, weil das sind natürlich ganz verschiedene Typen, die aber zusammenarbeiten müssen. Und das ist, also die Geschichte ist sehr anspruchsvoll, das ist anspruchsvolle Science-Fiction-Serie und sehr schöne Zeichnungen. Also kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das gibt es bei euch hier auch am Stand? Der leuchtet, deswegen auch immer die ganze Zeit. Der leuchtet und es gibt dazu, haben wir zwei Aktionen organisiert. Ihr könnt, erstmal haben wir so eine Beweg-die-Coils-Aktion. Wir haben so diese Spulen, weißt du, die du dann drehen lassen musst. Und wer diese Spulen, wer es schafft, diese Spulen 2 Minuten lang drehen zu lassen, kriegt ein Poster. Okay. Der auch in der Dunkelheit leuchtet. Und wir haben auch so eine Visagistin am Stand, die so eine Glow-in-the-Dark Make-up hat und die euch dann eben diese Zeichnungen, die Mira dann auf den Händen und auf dem Gesicht hat, dann auch schminken. Da bin ich jetzt fast ein bisschen neidisch. Ich glaube, da muss ich später mal bei euch ankommen und dich dann auch schminken lassen. Dann machen wir um 18 Uhr alle Lichter aus und dann zeigst du dir und leuchtest einfach durch die Halle. Dann leuchte ich hier einmal quer durch die Halle. Genau. Sehr, sehr coole Sache. Kostet 6,95 €, denn vorhin haben wir Kritik bekommen, weil wir bei den ersten nie gesagt haben, was die Produkte kosten. 6,95 €. Und ihr kriegt ein Leucht. Alle unsere Mangas, bis auf die ganz ersten, die wir in 2012 gebracht haben, kosten eigentlich 6,95 €. Und Yo-Kai Watch wird auch ein bisschen williger sein. Wird auch ein bisschen weniger sein. So, der zweite Manga, den ich gebracht habe, ist Dragon's Rioting. Ich habe das Gefühl, in dieser Serie geht es um tiefgründige Dialoge. Philosophie, genau. Die Geschichte der Luftfahrt. Meine Tochter, ich habe 2 Töchter. Ja? Die eine ist 11, die andere ist 9. Und die 11-Jährige hat mir gesagt, Mama, sie hat Melonen unter der Schürze. Sag ja, da sie ist was dran. Sie hat Melonen unter dem Shirt. Mama, warum trägt sie die Melonen? Das ist doch bescheuert, oder? Nee, aber ich meine, die Serie wäre... Das ist ganz, was soll ich sagen... Gehirn rausschalten, Popcorn reinschaufeln und Spaß haben. Ja. Also, ich meine, da sind ganz viele, also actionmäßig muss man schon sagen, hat schon was zu bieten. Die Geschichte kann man sich denken, da ist ja ein Junge, der hat, das ist das Lustige, die Japaner lassen sich richtig was einfallen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Cecil, was lassen sich die Japaner einfallen? Der Junge hat das sogenannte Hentai-Syndrom. Oh nein. Das heißt, wenn er sexuelle Erregung bekommt, dann kann er sterben, dann das schafft sein Herz nicht. Das heißt, er wird von seinem Vater auf den Berg großgezogen, er muss sich alle möglichen Martial Arts und buddhistische Übungen unterziehen, um so, was weiß ich, so ein Gleichgewicht inneren und außen Gleichgewicht zu bekommen. Und mit 16 hat er es geschafft, er ist reif, ne? Und wird in die Stadt in einem, denkt er, jungen Oberschule geschickt, das sich aber als eine reine Mädchenschule oh Gott, entzieht. Lebensgefahr an jeder Ecke. Ja, und die sehen alle so aus, ja. Sie tragen alle Melonen unter ihren Shirts, damit sie nicht verhungern im Unterricht. Wahrscheinlich leben sie neben der Großmarkthalle und müssen sehr ein bisschen unterschießen. Ja, und natürlich, dann legt er sich gerade mit den drei stärksten von diesen Frauen, weil die Schule wird von 3 Clans beherrscht und am Kopf jeder Clan gibt es einen Drache, also eine von diesen Frauen, und die eine kann ihn nicht leiden, die andere verliebt sich gleich in ihn und die dritte beobachtet das. Und okay. Ja, genau. Also
Kämpfe und Kurven. Kämpfe und Kurven. Kämpfe und Melonen. Und Melonen. Wie heißt das? 5-mal Obst und Gemüse pro Tag essen. Genau. Super. Kostet auch 6,95. Mit einem Obstkorb dabei. Aber vielleicht macht ihr mal eine Gesamtausgabe. Was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist Seraph of the End. Ich habe es nicht dabei, weil ich dachte, ja, jeder hat es schon gekauft. Aber wenn ihr das noch nicht gekauft habt, ist bei uns am Stand zu ergatten, ist auch 6,95. Funktioniert bombastisch. Wir sind fast ausverkauft, also kommt gleich und holt euch vielleicht. Wir müssen nachordnen. Also müsst ihr euch da morgen entscheiden, ob ihr rennt, um Tickets zu bekommen für Autogramme oder ob ihr euch noch Seraph of the End sichert. Nachdem ich ja gerade im vorherigen Interview mir die Blöße gegeben habe, dass ich sehr, sehr wenig Manga lese, muss ich jetzt sagen, Seraph of the End ist tatsächlich einer, den ich gelesen habe. Das ist gut. Zwar bin ich noch nicht auf dem aktuellsten Stand, aber ich habe angefangen, die ersten drei, glaube ich. Gelesen. Schon mal gelesen, ja. Wie kannst du schon 3 gelesen haben, lieber Basti, wenn nur der erste auf dem Markt ist? Ja? Ihr gehört doch nicht. Aber es war durchaus gut und ich möchte, da habe ich jetzt ins Fettnäpfchen gedreht. Genau. Ich dachte, ihr seid schon weiter. nein, ich habe es mir. Ich habe es nicht im Internet gelesen. Ja, bevor jetzt hier wieder irgendwelche Unterstellungen kommen. Nein, ich hatte es mir tatsächlich, weil ich finde das Artwork so geil. Muss ich ganz sagen. Also, falls ihr es nicht kennt, hier unten so, ja, also das Artwork auf den Manga-Covern ist hammergeil. Und als ich das, bei Amazon wurde mir das irgendwann mal angezeigt als Vorschlag. Ich, keine Ahnung, wieso sie mir amerikanische Mangas anzeigen. Und deswegen hatte ich mir das aus Amerika bestellt. Verstehe, ja. Wenn ich natürlich zu dem Zeitpunkt gewusst habe, da hatte die das auch nicht angekündigt, muss ich jetzt fairerweise sagen, dann hätte ich es natürlich bei euch gekauft. Aber du wirst es jetzt. Ich meine, du hast nur 3 Bände. Ich habe nur 3 Bände, also jetzt muss ich halt für alle... Ich bin neidisch. Ja. Du hast keine Ahnung, wie neidisch ich bin, dass ihr free habt und wir nicht. Aber egal. Willst du auch so eine schicke Jacke tragen, nein, oder nur deswegen? Nein, ich will die Jungs direkt bei mir. Du willst die Jungs direkt bei dir. Also ja, du kannst auch hier angeln. Zieh das aus und dann können wir weiter reden. Ne? Irgendwie ist heute die Stimmung hier komisch. Also gerade eben schon und jetzt will ich ein bisschen irgendwas. Vielleicht ist es das Parfüm, was ich heute aufgetragen habe. Zurück zum Thema für die Mädchen unter euch. Aber die Jungs können das nachher natürlich lesen. Wir haben Ruta und Kodama. Das ist so sehr süßes Boys-Love-Geschichte. Und Küss ihn nicht mich. Von Junko. Junko ist bekannt unter den Boys Love Fans. Dabei küss ihn nicht mich. Ist unaussprechbar. Ist schwierig, ja. Küss ihn handelt nicht es mich. Sich um ein Shoujo, aber da geht es auch um Boys Love. Denn die Heldin ist Boys Love Fan und in einer Nacht- und Nebelaktion wird sie von einer pummeligen zu einer ganz dünnen, schlanken, schönen und kann sich verehren, nicht retten. Dabei träumt sie nur darüber, welcher Jung mit welchem Jung am besten zusammenpassen würde und sie muss sich mit der neuen Popularität dann bis zurechtfinden. Zu dieser, in dem ersten Band, der noch nicht da ist, aber diese Tage erscheint. Kriegt ihr noch auf die Messe oder erst nach der Messe? Nach der Messe. Nach der Messe erst, genau. Okay. Da gibt es einen Sticker drin. Sticker nicht wegschmeißen, weil auf der Dokumi werden wir einen schönen Sticker-Booklet verteilen. Ah, okay. Weil in diesem ersten Band und in den 5 weiteren wird es immer jeweils ein Sticker, der die Hauptcharakter zeigt. Und diese Sticker können Sie dann in dem Sticker-Booklet kleben. Und dieses Sticker-Booklet werden wir auf der Dokumi, auf der Animagic, auf der Konichi und wenn es noch welche gibt, auf der Leipziger Buchmesse nächstes Jahr verteilen. Das heißt, ihr werdet eins kriegen und ja. Eine schöne cool. Serie. Soweit für die Mangas. Cooles Projekt. Ja, und danke. Jetzt sind wir fertig. Jetzt bist du erstmal erschlagen. Nein, jetzt bin ich erschlagen. Nein, und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Fun-Teil, denn die Community hat ja schon gewettet und ich kann euch beruhigen. Also wir sind alle total gechillt hier. Wir haben jede Menge Spaß, wie ihr ja gerade seht. Und in der Tat, es gibt keine Restriktionen. Die Cecile hat tatsächlich auch ein Anime mitgebracht. Ja, genau. Cecile, und nicht irgendeinen. Nein, nicht irgendeinen. Den sondern Anime. Mit, den mit Anime. Einem großen D, einem großen E und einem großen N. Den Anime. Den Anime. Ja, also den Anime, den ihr euch kauft, nachdem ihr euch Sword Art Online freestellt. Nein. Ich muss... Ja,
die bei Kino-Event letzten Monat waren, da haben schon die drei ersten Folgen gesehen. Warst du dabei? Nee, leider nicht, weil ich war, wo war ich denn da? Irgendwas war, ich wollte nämlich gehen, aber ich glaube, da war Fußball an dem Abend und da gewinnt leider Fußball. Weil ich habe eine Dauerkarte fürs Stadion. Das ist Priorität. Ist ein Scoop. Fußball kommt vor Anime bei dir. Fußball kommt vor Anime, in der Tat. Außer es wäre ein Event von uns. Dann muss ich nämlich arbeiten. Aber in der Freizeit, keine Wahl. In der Freizeit gewinnt leider dann in dem Moment der Fußball. Genau. Oder war da? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Fußball. Irgendwas war da, weswegen ich nicht konnte. Aber ich gehe zu eurem nächsten Event. Und wer Tokyo Ghoul kauft, oder ich glaube, bei uns kriegt ihr auch diese schöne Postkarten. Ey. Ja, ist auch in so einem schicken Schuber. Ja. Hier die Nummer 3822. Ja, die sind nummeriert. Die sind nummeriert. Wie steht denn Tokyo Ghoul Route A? Wie steht das denn zu Tokyo Ghoul? Zur normalen Serie? Also ich muss Spin-off oder ist es eine Fortsetzung oder eine Vorgeschichte? Oder weißt du gar nicht, ich weiß es nicht. Steht? Ich weiß es nicht. Der Nino war vorhin bei uns und hat mir gerade die gleiche Frage gestellt und ich habe mich auch bloß gestellt. Ich lese den Manga, aber den Anime bin ich nicht dazu gekommen. Den zu sehen. Yeah, also ich mache mich doppelt. Das schneiden wir dann später drauf. Ich weiß nicht, ob ich das zweite Mal lächerlich. Ich weiß es nicht. Aber das wenn du das so mitbringst, wenn ich dir die Wahl lasse, dass du was mitbringst, wozu du was erzählen kannst. Das stimmt. Das wäre so, wie wenn ich Demon Kingdom auch habe ich ja tatsächlich komplett gesehen. Aber ich glaube, das ist einfach eine Folge, weil Tokyo Ghoul Re ist eine, also das ist die gleiche Geschichte auf eine andere Perspektive erzählt. Bei Tokyo Ghoul Route A, das ist einfach, weil die erste Staffel war, glaube ich, bis zur Hälfte des Mangas und das geht einfach weiter. Okay. Also wir können ja mal kurz vorlesen. Ich lese jetzt mal dramatisch die Inhaltsangabe vor. Genau. Der Tag, an dem ich starb, während der Kampf zwischen CCG und dem Phönixbaum seinen blutigen Finale entgegengeht, können die Freunde vom Café Antique das Schlachtfeld ohne Verluste verlassen. Dennoch wird nach dieser Nacht nichts wieder so sein wie zuvor. Die Fahnder beschließen eine neue Offensive, um die erstarkten Ghule zurückzudrängen. Und Ken, einst ein ganz normaler Student und Bücherwurm, hat den Ghul in sich nun voll und ganz akzeptiert. Nach der grausamen Begegnung mit dem Gecko hat sich anscheinend nicht nur sein Aussehen, sondern auch seine Seele gewandelt. Genau. Als Tucker Ken wieder begegnet, ist die Freude dementsprechend nur von kurzer Dauer. Er hat nämlich keineswegs vor, in seinem alten Bezirk zurückzukehren, sondern nur eine überraschende Neuigkeit. Er wird dem feindlichen Phönixbaum beitreten. Ta 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 ta. Dark Fantasy auf höchstem Niveau. Da. Genau, wie ich gesagt habe, also das entspricht ungefähr, das mit dem Phönixbaum, glaube ich, Band 9 des Mangas. Und das entspricht jetzt, das ist cool, weil wir jetzt beim Band 12 dem Mangas und da entspricht das ungefähr, was da von Band 9 und 12 passiert. Okay, siehst du, ich hatte recht, das ist einfach die Folge. Das. Kein Sequel, kein Prequel, einfach ganz normale zweite Staffel von Tokyo Ghoul. Route A. Und cool. Wie gesagt, wir haben diese schöne Postkarten am Stand. Der Sui Ishida hatte uns 5 Artworks gezeichnet. Und wird also ganz, ganz neue, nur für uns, also die wir als Weltpremiere hatten. Ja. Und da hinten steht: Vielen Dank, Germany. Das ist seine Handschrift, Leute. Das ist wirklich für euch, weil er sich total freut auf den Erfolg des Mangas in Deutschland. Ey, das war der bestverkaufte Manga in 2015. Der Anime funktioniert bombastisch. Wir haben wirklich zu danken, also euch zu danken, weil ja, ohne euch ist das natürlich nichts möglich. Und genau, diese Postkarte erwartet euch am Stand. Die könnt ihr euch einfach nehmen. Und ja, das schöne Danke-Wort von Sui Postkarte. Ishida. Postkarte. Genau. Schön. Was haben wir noch? Was habt ihr noch? Ihr habt ein paar Specials noch am Stand, hast du mir genau, gesagt. Wir organisieren mit Carlsen und mit Bandai Namco eine One Piece Schatzsuche. Das ist die Karte, die Schatzkarte. So. Diese Karte könnt ihr euch an den Ständen von Bandai Namco, Carlsen und Kase abholen. Und ihr müsst diese drei Stempel abstempeln lassen an den jeweiligen Ständen. Und morgen Samstag. Von 11 Uhr bis 12 Uhr. Also wenn ihr die Aufzeichnung in 2 Wochen seht, dann ist es nicht mehr morgen Samstag. Dann ist also es zu kommt spät, nicht aber zur Leipziger Messe. Das ist ein Livestream. Und ja, ja, nein, jetzt live. Kommt der Nino zu uns, von Nino Taku, eine Stunde lang und stempelt fleißig ab seinen kleinen
ja, seinen kleinen Stempel. Also die Leute, die heute und morgen und übermorgen mit 3 Stempel, das geht ja auch, die Karte an uns am Kasse-Stand zurückbringen, kriegen ein One-Piece-Poster. Okay. Die Leute, die den 4 Stempel kriegen das Poster, Postkarten und einen Sticker von Inotaku und Okay. Diese Postkarten von Bandai Namco und Carlson. Und am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr gibt es unter all diesen Karten eine Ziehung. Da wird ein Gewinner gezogen und der bekommt ein Spiel von Bandai, Mangas von Carlson, von One Piece und von uns eine DVD-Box seiner Wahl. Weißt du was? Ich lege noch ein Free-Poster drauf. Ja, alles klar. Krieg mal ein Free-Poster, wir legen da noch ein Free-Poster zum Gewinnspiel bei, das ist genau. Völlig themenfrei ist. Ich weiß, dass die Cecile sich daheim... Ich schnapp's. Ja. Das ist ja ganz nett, ja. Also, die Leute lassen sich das abtempeln. Und die Karte könnt ihr, die ist ganz hübsch, könnt ihr auch behalten, wann danach. So. Und dann haben wir aber noch Sailor Moon Sticker, auf die Rosa und die Shark anscharfen. Das sind keine Sticker, das sind Buttons. Entschuldigung. Buttons. Ja, also Buttons. Wir haben diese Sailor Moon Buttons. Sailor Moon Crystal. Und auch auf der Sailor Moon Ausstellung, also die sind for free. Wir... Und morgen kommt unsere Sailor Moon Hostess. Die wird hier in der Halle herumspazieren und wird jedem bzw. jeder, der oder die sie mit so einem Button sichtbar sieht, einen Gutschein geben. Und dieser Gutschein gibt euch einen Rabatt von 3 € auf einem unseren Anime am Kasse-Stand. Genau. Das ist die eine Aktion zu Sailor Moon Crystal. Das ist überhaupt übrigens der Gutschein. Das ist der Gutschein. Also ihr könnt alternativ, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, der Basti hat jetzt 5 Stück, ihr könnt auch bei mir auf dem Stand vorbei. Kannst du bitte genau noch so, hier so. Schön. Ja? Ja, genau so läuft das dann morgen hier ab. Genau. Und das ist die zweite Aktion für Sailor Moon. Und Sailor Moon kann man am Stand vorbestellen. Kommt wann raus? Kommt am 29. April. Oh, pünktlich zur Dokumi. Ja, genau. Sehr schön. Aber sehr die schön. Kann man schon hier vorkaufen. Das heißt, ihr kommt zu uns am Stand. Ihr füllt diese schöne Bestellpostkarte. Das ist keine Postkarte. Du, wir haben über 100 drucken lassen und es bleibt uns fast keine, weil die Leute haben gedacht, oh, schön, Postkarte. Und dann bekommt ihr, ihr bekommt sofort 2 Sailor Moon Poster und ein Sailor Moon Clear File, exklusiv hier okay, auf der Messe. Okay. Sehr schöner Clear File ist mit Glitzer und du hast 5 kleine Fächer, ja, um deine verschiedenen Schulsachen da einzuordnen. Das bekommt ihr sofort und dann am 29. April dann zu Hause schickt ihr zu. Die Box. Was ein Service. Genau. Service. Die verpackst alle du, oder? Ja, genau. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein bisschen mehr Überstunden. Genau. Weil ich keine mache, weißt du. Das ja, eben. Also bei euch, immer wenn ich um 3 anrufe, ist schon keiner mehr da. Total furchtbar. Ja, weil wir bis 3 in der Nacht gearbeitet haben. Wir haben andere Arbeitszeiten. Ne? Also ich verstehe. Spaß beiseite. Und ja, genau, wir haben Gäste. Also wir haben von Sailor Moon Crystal die Sabine Bohlmann, die Stimme von Usagi. Wir haben die Marisa Sedlmeier, die neue Stimme von Luna. Wir haben die Lea Kalben, die neue Stimme von Sailor Venus. Die sind schon da, die waren heute schon zur Autogrammstunde. Und morgen kommt noch dazu der Dominik Auer, der war die zweite Stimme von Tuxedo Mask und der hat für Sailor Moon Crystal Regie geführt. Und der Stavros, der bei den Büchern mitgemacht hat. Und die werden morgen um 10.30 Uhr auf dem schwarzen Sofa sitzen für ein Q&A. Die sind um 12 Uhr stehen bei der Sailor Moon Aufstellung morgen und auch am Sonntag für eine Autogrammstunde und morgen um 15 Uhr im Anime Kino läuft eine Episode von Sailor Moon. In dem Fall wird das die Episode 5 sein, weil die Venus
da zum ersten Mal, ja. Nicht die Venus, die Jupiter ist da zum ersten Mal zu sehen. Wir lassen die Episode einfach laufen und dann läuft sie nochmal, aber mit einem Live-Kommentaren der Beteiligten, also das heißt von der drei Synchronsprecherinnen, der Regisseur und der Stavros für die Bücher. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Das wird cool, ja. Ja, da kann man ein bisschen sehen, wie das Ganze funktioniert, welche Anekdoten dazu kommen, was ist da passiert, genau. Ja, und am Sonntag wieder Autogramm um 12 und um 16 Uhr die Sailor Moon Crystal Show auf der großen Bühne. Auf der großen Bühne, was darf man sich da erwarten? Fliegt der Mondstein? Der Mondstein, wir fliegen, die Sailor Moon wird gekrönt und das wird ganz hinreißend sein. Wird rührend. Ja, wir alle, genau. Wir sind cool. Ganz gerne. Das Konzert vorhin war ganz nett, ja? War auch ein Sailor Moon Konzert und ich bin immer überrascht. Ich meine, Sailor Moon begleitet uns seit 4 Jahren jetzt? Ja. Ja. Und ich sage mir, irgendwann wird es abebben, aber nein, die Leute kommen ist immer auch wieder. Ist aber auch ein Klassiker. Also Sailor Moon ist genauso wie Naruto oder One Piece oder Dragon Ball. Das ist sowas, das gehört einfach dazu. Das wird es, glaube ich, auch immer geben. Das hat sich eingebrannt, das ist so ein großes Franchise. Werden wir auch in 20 Jahren noch drüber reden wahrscheinlich. Genau, in 20 Jahren sind wir immer noch da. Oh Gott. Mit weißen Haaren und sagen, Sailor Moon, Crystal 14, neu bei uns, bei Kase. Ja, das sind im Grunde die Aktionen, die wir dann veranstalten hier auf der Messe. Und ja, natürlich sind wir auch mit unseren Klassikern dann, die One Piece DVDs sind natürlich da. Die One Piece Special sind noch nicht da, die kommen am 29. Okay. April. Aber zur Dokumi. Zur Dokumi, da sehen wir uns ja wieder. Sehen wir uns wieder, das streamen wir auch wieder live. Kann man jetzt schon mal anteasern, genau. Auf der Dokumi. Das ist cool. Dann Sonntag, kann ich Cecilien wieder vorbeikommen? Genau, dann kann ich mein Küss-in-nicht-mich-Booklet, Sticker-Booklet präsentieren. Dann zeigen wir das Booklet. Und wir werden doch das Pärchen, das beste Pärchen von Küssin, ich bin der Korn. Also das wird ganz nett mit Küssin. Es ist schön, wie die Cecile unsere Sendung auf der Dokumi plant. Das macht mir die Arbeit einfach. Das ist geil, da kriegst du einen Plan. Also ich freue mich. Ich danke, dass du da aber warst. Aber gerne. Übrigens den Chris von Nippon Art, der kommt noch kurz zu uns, bevor die Sendung rum ist. Jetzt sage ich erstmal danke an die Cecile. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, war sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg noch auf der Messe. Die lasse ich hier. Tage. Das lasse ich hier. Für unsere Mädels. Aber das nehme ich wieder mit. Das ist aber schade. Aber du kommst danach und machst deine kleine Shopping-Tour. Ich komme da mal und shoppe später noch. Am Sonntag komme ich zum Shop. Ich gebe dir deine Pre. Ist das Deal? Das klingt gut. Das klingt gut. Ich glaube, da können wir uns arrangieren. Das ist gut. So läuft das hier bei uns. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Pause und dann haben wir noch den Chris von Nippon Art. Also bleibt dran, wir sind sofort wieder da. Hat mich gefreut und bis bald.